Prinzip ging alles vor über 20 Jahren los, unsere Aufwärtsentwicklung. Ich war damals noch Spieler bei uns in der ersten und zweiten Mannschaft, Landesliga. Wir haben eigentlich immer nur darum gespielt, in der Landesliga die Klasse zu halten. Dann kam unser Trainer, Werner Stutzmann, damals auf mich zu und sagte, Holger, ich glaube, du könntest als Abteilungsleiter dem Verein vielleicht mehr hilfreich sein als Spieler. Mir hat es so Spaß gemacht und ich habe da so viele positive Erinnerungen und Emotionen mit unserem Verein, dass ich gesagt habe, ich mache das. Habe dann aber gesagt, wenn ich das schon übernehme, dann brauche ich ein gutes Team. Und alleine geht es gar nicht und wir brauchen ein Ziel. Und das heißt dann, wieder dahin zurückzukommen, wo der Verein meine 70er Jahre war, nämlich in die Oberliga Baden-Württemberg, so als Vision, als große Vision. Und da haben wir uns dran gemacht, die umzusetzen, ein Konzept zu schreiben, peu à peu abzuarbeiten. Haben dann nach 3 Jahren in der Landesliga den Aufstieg in die Verbandsliga geschafft. Dann 7 lange Jahre gebraucht, um aus der Verbandsliga in die Oberliga zu kommen. Aber es war eine tolle Zeit, wir haben unglaublich viel gelernt. Mit dem Aufstieg dann 2004 in die Oberliga, mit dem erreichten Ziel, war dann die Frage, wie soll es dann weitergehen? Und dann hat unser dann Vizepräsident Michael Schuck gesagt, ja, eigentlich kann ja das Ziel nur sein, dann Profifußball, 2. Bundesliga. Und dann haben wir gesagt, das machen wir uns an die Umsetzung, an die Abarbeitung. Und ich bin wahnsinnig froh, dass es dann gelungen ist, in die Regionalliga aufzusteigen, durch die Regionalliga durchzumarschieren, dann in die dritte Liga, in der dritten Liga zu sein, erstmal bundesweit vertreten. Das war für uns wirklich unglaublich. Ne? Dann vor, mittlerweile sind schon wieder über 2 Jahre, 2,5 Jahre, das ist unsere dritte Saison in der zweiten Liga, der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Und da schlagen wir uns jetzt ja auch, muss man sagen, sehr gut, haben hier die Freud Arena entwickelt. Wenn ein Spieler hinter der Abwehr steht, und dann passt einer zu dem. Wir setzen hier sehr viel auf Beständigkeit, Bodenständigkeit, kreative, ehrgeizige, ambitionierte Ziele, gute Konzepte. Und die arbeiten wir in aller Ruhe und in aller auch Bescheidenheit, aber auch mit viel Durchhaltevermögen und Ehrgeiz dann nach und nach ab. Und das hat uns jetzt dahin gebracht, wo wir heute sind. Und Gott sei Dank sind wir noch jung genug, um zu sagen, das kann noch weitergehen. Es ist noch ein Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Das ist natürlich der größte Schritt, klar. Aber wir trauen uns das schon zu, dass das irgendwann als Vision, wenn wir noch viele, viele Hausaufgaben erledigt haben, gelingen kann. Wenn ein Spieler von uns im Strafraum von den Gegnern gefoult wird. Ich bin hier geboren, 1974 in Heidenheim. Und ja, die Geschichte, dass ich nach meiner eigenen Profikarriere, die mich durch Deutschland und nach Österreich geführt hat, wieder nach Heidenheim zurückkomme und wir so eine Erfolgsgeschichte schreiben, ist schon was Besonderes. Ja, ich glaube, dass man es mit Spielern zu tun hat, die fast schon funktionieren wie Maschinen. Es ist Hochleistungssport, es ist Training jeden Tag. Nicht nur mit der Mannschaft, um zielgerichtet zu trainieren, um auf die kommenden Aufgaben vorbereitet sein. Die Spieler müssen auch individuell sehr fokussiert sein, sehr gut trainieren, müssen sich auf einem absoluten Top-Niveau etablieren, vor allen Dingen körperlich, und müssen in der Lage sein, Woche für Woche sich gegen etablierte Mannschaften durchzusetzen. Und meine Spezialisten rundherum, der Arzt, der Physiotherapeut, die helfen mir natürlich, die Mannschaft ideal vorzubereiten. Wir haben zum Beispiel ganz nach Kneipp Badewannen und eine Kältewanne, in denen die Spieler nach extremen Belastungen ihre Regeneration deutlich beschleunigen können. Mein Tipp ist da ganz klar, ganzheitlich an die Sache heranzugehen, sprich genug Sport zu machen, für eine gute Ernährung zu sorgen, für Entspannung zu sorgen. Und dann kann natürlich die Massage als Zusatz auch noch ein sehr wohltuender Faktor sein. Ich bin, seit ich klein bin, in einem Kinderwagen schon im Albstadion, weil, und dann wollte ich halt werden wie mein Opa. Dass wir uns dann vornehmen, unseren Heidenheimer Fußball, den 1. FC Heidenheim, weiterzuentwickeln und nach vorne zu kommen. Und das dann in der großartigen Form gelingt und so viele sich begeistern lassen, mitmachen, dass wir sogar mittlerweile bundesweit dafür anerkannt werden, dass wir damit Begeisterung auslösen, dass wir Millionen von Menschen erreichen, die Geschichte erreicht. Ja, das ist schon eine richtig tolle Geschichte und das bedeutet mir sehr viel, muss ich wirklich sagen. Gerade Emotionen spielen eine sehr große Rolle. Ich glaube, dass mittlerweile die gegnerischen Mannschaften nicht allzu gerne nach Heidenheim kommen. Denn Heidenheim hier, unsere Feuth Arena, ist ein Hexenkessel. Hier gibt es viele Emotionen und als Auswärtsmannschaft ist es hier schwer, erfolgreich zu sein. Wenn man 2 gelbe Karten hat oder
wenn man einen Spieler noch stärker grätscht, als wenn man halt eine gelbe Karte bekommt. Ich war ja selber nach dem Studium 2 Jahre Mitarbeiter der Paul Hartmann AG und habe auch die Entwicklung mitbekommen, als die Firma Kneipp dann dazu kam, und habe das von Anfang an für eine wirklich sinnvolle, richtig gute Invest und Engagement gesehen. Und auch passt es, finde ich, jetzt die Entscheidung, auch hier die Plattform 2. Fußball-Bundesliga, 1. FC Heidenheim, für Kneipp in Verbindung mit dem 125-jährigen Jubiläum zu nutzen. Ganz hervorragend, weil die Produkte zu uns passen, weil die Philosophie von Kneipp so gut zu uns passt. Ich glaube, dass wir der Firma Kneipp und umgekehrt der Firma Kneipp uns richtig gut helfen können und uns gemeinsam davon profitieren können.